Drauf. Dankeschön. Ja, wo fangen wir an? Beim Anfang. Ja. Ihr braucht nichts fotografieren, das ist alles im Internet. Ich werde euch dann gleich zeigen, wo man das findet. Ich habe es jetzt gerade versucht einzuschalten, ist mir natürlich nicht gelungen, also ich zeige es jetzt nicht, aber während dieser Folien kommt es immer wieder vor. Diese Adresse jedenfalls führt direkt zu den Vortragsfolien, Bildern oder sonst was. Erwin, hast du ein Bild von uns? Könntest du ein Bild von uns machen? Ja, jetzt. Ja, bitte. Du sollst eins machen. Bitte. Ja. Und schickst du es dann irgendwann? Ja, ja. Ja, das gehen wir dann da dazu. Aber breit dran. Ja. Zunächst. Danke. Zunächst eine Erklärung, warum dieser Abend überhaupt zustande gekommen ist. Ich habe mich furchtbar gefreut, dass mich unser Roman Heinzinger, das ist unser Grafiker, hat mich angerufen und hat gesagt, er würde gerne einen Vortragsabend gestalten über WordPress. Und zwar nicht WordPress für Einsteiger, sondern für mehr Fortgeschrittene, die ein eigenes Thema gestalten wollen. Habe ich gesagt, super. So, dann hat er losgelegt, was wir dazu alles brauchen. Das und das und das. Habe ich gesagt, nein, Moment, das wird sich an einem Abend nicht ausgehen. Da gibt es gewisse Voraussetzungen, die müssen wir vorher erklären. Und das ist eben dieser heutige Abend. Ich möchte versuchen, die Atome, aus denen WordPress besteht, so zu nennen und in ein paar Folien halt aufzuzeigen. Und es ist ein Durcheinander von Verfahren und alles Mögliche und das soll halt diese Folie auch ein bisschen markieren. Aber bevor wir mit diesen Details beginnen, hier ein Hinweis auf eine JavaScript-Seite, die dann im Zuge dieser Folien auch vorkommen wird. Wenn sich jemand für JavaScript interessiert, dann sollte sich die Seite vom Wilhelm anschauen. Und vielleicht laden wir auch den Wilhelm gleich ein, im nächsten Jahr für uns einen Vortrag zu halten. Ja, gut, okay. Das war es eigentlich. Ja, also es ist eine Ankündigung für irgendwann im nächsten Jahr. So, und das ist jetzt dieser Abend vom Roman Heinzinger. Der wird dann in 2 Wochen sein. Und bei der ersten Ankündigung war da ein anderes Bild, wenn sich jemand auf das erinnert, da war so ein Mandel, das hat geheißen Foundation Press. Und bei der Besprechung dieses Foundation Press sind wir draufgekommen, das ist einfach zu kompliziert für uns, für unser Reins. Jetzt haben wir das reduziert auf Bootstrap. Wir werden das alles noch besprechen, was das ist. Das Bootstrap ist ein Framework von verschiedensten Verfahren und Bibliotheken und hin und her. Und mit allen diesen Details kann man dann eine WordPress-Seite erstellen. Und er wird uns zeigen, wie das mit dem Bootstrap geht, weil das Bootstrap eher in unserer Reichweite ist. Das Foundation ist zu kompliziert. Also deswegen ist das Symbol hier anders. Also wenn das jemand interessiert, dann bitte gleich auf das anmelden. Dann noch die letzte Veranstaltung ist unsere Weihnachtsfeier. Am 5. November kann nicht stimmen, nicht? Ja. Dezember muss das heißen, bitte. Ja, 5. Dezember. Bitte anmelden, ja? Das ist immer recht nett. Das ist ungefähr unser Plan für heute, ja? Das ist immer das Thema und daneben die Anzahl der Folien für dieses Thema. Ja, das ist ganz ein schönes Problem. Ja, aber wir werden das. Du wirst das ziemlich fertig machen. Das WordPress haben wir ja schon einige Male besprochen. Und das sind die Hinweise auf das, was wir bereits gemacht haben. Der Lorenz hat gesagt, ist das eh nicht das, was wir im Februar schon gemacht haben. Also ich hoffe nicht. Ja. Ich habe mich sehr bemüht, das auszusparen, was wir im Februar gemacht haben. Also das ist es nicht. Das war im Februar da. Ja. Aber alles das kann man dann nachlesen. Das ist eine auch wieder eine Übersicht über diese Themen und rechts daneben sind lauter Links zu Quellen, die das genauer beschreiben, also genauer als wir das hier beschreiben können. Ja, also Referenzen, Homepages, Wikipedia-Einträge, Downloads, Lernbeispiele und sogar Quizze sind dabei. Und das Witzige ist, die Seiten hat auch mit unserem heutigen Abend zu tun, die sind JavaScript geschrieben, werden wir auch noch zeigen, wie das geht. Derselbe Inhalt, den Sie jetzt gesehen haben auf einer Folie, gibt es auch im Internet. Ich habe nämlich in den letzten Tagen
so einen Artikel da verfasst, der heißt Websprachen lernen. Und das findet ihr genau dieselben Links auf eine etwas andere Art dargestellt, auf der linken Seite und auf der rechten Seite ausgeschrieben als Adressen, damit man sieht, was sich hinter dem Link für eine Adresse verbirgt. Ja? Kann man sich im Internet anschauen. Es wird euch da auffallen, dass da immer so eine schwarze Markierung ist. Das ist der Name der Datei, die dieses Programm da, also diese Darstellung erzeugt. Wenn jemand also wissen will, wie das entsteht, dann schaut er bei dieser Datei hier nach. Wir werden gleich sehen, wo diese Dateien alle zu Hause sind. Das ist auch eine Darstellung von dem, genau demselben. Da sind die Themen und da sind die diversen Links dazu. So, und wo findet man das? Bitte? Das ist nicht unanständig. Ja, nein, es hat sich aber so ergeben. Das heißt so. Das heißt so. Das ist nicht unanständig, das heißt Server Explorer. Und daher, ja. Aber es hat mir gefallen einfach. Ja. Also, ist leicht zu merken, nicht? Ja, um den Server Explorer geht es hier nicht, aber er dient dazu, dass man sich alle die Beispieldateien, die jetzt dann in Folge kommen werden, auch anschauen kann. Ja? Man klickt eine solche Datei auf der linken Seite an, sieht zunächst den Code von der Datei. Und wenn man dann auf dieses Wort Frame klickt, dann sieht man, wie dieser Code sich auch in einer HTML-Seite darstellt. In dem Fall ist das ein Rahmen, der um diesen Text gebildet wird und das schaut dann eben so aus. Also, Klick auf die Datei zeigt dir den Code. Wenn man dann auf Frame geht, sieht man, wie der Code sich dann also darstellt. Alle Beispieldateien funktionieren nach demselben Prinzip. Ja? Braucht man kein Passwort, kann man sich einfach anschauen. Aber für die, die wissen wollen, wie unser Server tickt, die sollten dort oben den Punkt 6 anklicken. Der öffnet sich und dort kann man sich verschiedenste Dinge über den Server anschauen. Also das ist, ja, wen es interessiert. So, was ist das? Das sind Dateien, egal, brauchen wir nicht. Wir arbeiten, wenn wir Webseiten gestalten, immer auf einem Webserver. Und ein Webserver ist normal sehr komplex, aber so ganz grob funktioniert der so. Wir fordern eine Datei an. Es wird einmal gecheckt, gibt es die überhaupt. Wenn es das nicht gibt, dann kriegen wir so einen Fehlermeldung, 404 gibt es nicht. So, dann wird gecheckt, ob der Dateityp, also diese Dateiendung, irgendein definierter MIME-Typ ist. Werden wir gleich sehen, was das ist. Wenn ja, dann wird die Datei einfach zurückgeschickt. Also die Grundaufgabe von so einem Server ist es, einfach Dateien zu schicken. Auf Anfrage. Die meisten Dateien haben diese Endungen, HTML, JPEG und so weiter, und die werden einfach so, wie es angefragt worden sind, zurückgeschickt. Ohne irgendwelche Veränderung. Aber es gibt auch eine zweite Gruppe von Dateien, das sind diese komischen Endungen PHP, ASP und wie das alles heißt. Und diese Dateien lösen einen eigenen Prozess aus, wo ein eigener Interpreter oder Compiler sich diese Datei anschaut und diesen PHP-Code da drinnen ersetzt und dann als reine der HTML-Datei zurückschickt. Ja? Also alle Dateien, die nicht einen MIME-Type haben, sondern so eine sonderbare Endung, die lösen am Server ein eigenes Programm aus, das diese Datei bearbeitet und dann als HTML-Datei oder als Bild oder als PDF zurückschickt. Das ist jetzt sozusagen Index und so weiter. Genau. Ja. So, das sind alle Dateitypen, die unser Server kennt, braucht man nicht auswendig lernen, wird auch nicht geprüft, das sind ungefähr 300 oder mehr. Ja, 300 verschiedene. Und ich habe nur drei markiert. Diese drei, HTM, HTML und HXT, die sind vom MIME-Type Text HTML. Und das sind alle MIME-Types. Und das ist dieser eine Typ HTML-Datei. Also wenn jemand eine HTML-Datei anfragt, dann hat diesen MIME-Typ. Das MIME, das kennt man auch vom E-Mail. Beim E-Mail verwendet man das auch. Eigentlich kommt es von der E-Mail. Unser Server hier, den wir beim Club verwenden, ist vom Typ WIMP. Im Gegensatz zu LAMP. Und diese vier Buchstaben kennzeichnen die vier Verarbeitungsinstanzen.
Das ist einerseits das Betriebssystem, das ist der erste Buchstabe, L oder W. Dann der Webserver, das A steht für Apache und das I steht für Internet Information Server, also das ist der Microsoft Apache sozusagen. Dann gibt es eine Datenbank, da steht im Allgemeinen immer M. Aber das kann sein MySQL oder Microsoft SQL, also irgendwas eine SQL-Sprache. Und dann gibt es eben diese Serversprache, entweder PHP oder ASPX oder sonst was. Das P steht für PHP. Und daraus ergibt sich dieser Begriff. Wir sind also ja, auf einem Microsoft-Server, arbeiten aber mit einem ursprünglich Linux-kreierten Produkt, dieses P, PHP. Ja. Wir brauchen uns zu Hause keinen Webserver installieren, aber der Roman wird euch nahelegen, das doch zu tun. Wenn man das tut, kann man machen, in den schriftlichen Unterlagen zu unserem heutigen Tag steht genau drinnen, wie man das machen müsste, wenn man es braucht. Also so ungefähr schaut so ein Webserver aus. Das sind die verschiedenen Webs, die auf dem Server am eigenen PC installiert worden sind. Die kann man voll austesten am lokalen PC und dann kann man sie ins Internet übertragen. Das ist also so eine lokale Konfiguration. Der Microsoft Internet Information Server erlaubt es, dass alle diese Erweiterungen wie MySQL und PHP und was da alles gibt, über einen sogenannten Web-Plattform-Installer automatisch installiert werden. Also man ruft diesen Web-Plattform-Installer auf, wählt aus irgendeiner dieser vielen Optionen, die es da gibt, den WordPress aus, sagt hinzufügen und dann wird das Klumpert installiert und dann sollte das laufen. Theoretisch. Am eigenen Rechner, nicht irgendwo im Internet. So, wo braucht man das? Das braucht man dann, wenn man selber Themen entwickelt. Weil würde man jetzt im Internet irgendwas überschreiben, dann funktioniert ja die Seite nicht, wenn es einen Fehler hat. Deswegen entwickelt man das alles auf dem Schreibtisch und wenn es dann funktioniert, überträgt man das ins Internet. Das ist der Grund, ja? Gut. Dateien-Upload, ich sage es gleich, wir brauchen es fast nicht. Wenn jemand mit WordPress arbeitet, braucht er fast keinen Dateien-Upload, weil das macht eh das WordPress alles von allein. Sollte man aber trotzdem wissen, wo diese Dateien, die das WordPress verwaltet, wo die sind. Jedes von euren Webs hat als Wurzel ein Verzeichnis, das dem eigenen Namen entspricht. Also sagen wir Fiala. Dann gibt es ein Unterverzeichnis, das genauso heißt wie die Domäne, die man besitzt. Dann gibt es drei Verzeichnisse untereinander, von denen für uns interessant ist nur das www.root, weil alles, was in dem www.root drinnen ist, wird publiziert. Also jeder, der dieses Web besucht und dann / irgendeine Datei von hier nennt, diese Datei bekommt er zurückgeliefert. Und für Veränderungen ist interessant nur dieses, dieses Gelbe, das ist die WordPress-Installation. Die Datei Default, die ist von vornherein am Server. Und das web.config, dort merkt sich der Server gewisse Einstellungen. Also Startdokumente und so, die werden da drinnen gespeichert, sollte man also nicht löschen. Aber in diesem Ordner WP-Content von WordPress gibt es diese vier wichtigen Unterverzeichnisse und wenn man in WordPress etwas verändert, dann immer in diesen Verzeichnissen, sonst nirgends. Ja, hat keinen Sinn. Nur hier. Wichtig sind für uns die Themen, die Plugins und die Uploads. Also Uploads sind Bilder. So, wenn man etwas uploaden möchte, mit FTP zum Beispiel, dann empfehlen wir dazu das Programm FileZilla, weil das Programm ist bewährt, wird gut gewartet und es hat auch eine sehr anschauliche Art zu zeigen, was abzuladen ist. Gelb zum Beispiel fehlt am Server. Da sieht man, das Gelb wurde noch nicht abgeladet. Und das Grüne, das hat sich verändert, das hat wahrscheinlich eine andere Größe und daher, das Grüne hat sich verändert, das muss man also uploaden. Man muss nicht immer alles uploaden, sondern immer nur das, was sich verändert hat. So. Das war so ungefähr unsere Arbeitsumgebung. Jetzt das Wichtigste, was wir nie sehen, aber immer benutzen, ist dieses HTTP beim Browser. Vorne steht ja immer http://. Was ist das? Das HTTP ist ein ganz einfaches textorientiertes Protokoll, wo sich der Browser mit dem Server ausmacht, was kriege ich von dir. Das schaut ungefähr so aus. Es gibt also drei, im Wesentlichen, es gibt mehr Kommandos, aber
drei wichtigsten für uns sind Head, Get und Post. Dieses Kommando setzt der Client ab und dieser kleine Schrägstrich hier bedeutet einfach irgendein Pfad. In dem Fall ist es die Wurzel, also ist nur ein Strich da. Dort könnte aber auch ein Name stehen oder ein ganzer Pfad, egal. Und er holt sich das von einem bestimmten Server und bekommt dann eine Meldung vom Server, 200 heißt, okay, die Seite gibt's, die schicke ich da. Wenn dort 404 steht, sagt er, Seite nicht gefunden. Dann würde dann hier 404 stehen. Er sagt auch, dass das ein Text ist und das ist dann der eigentliche Text, der kommt. So funktioniert die Kommunikation zwischen unserem Browser und dem Server, aber wir sehen das nicht. Und weil das so schön ist, zeige ich das immer. Das ist, ja, wir sehen das nie. Aber es ist ganz hübsch. Jetzt sind wir auf einer Seite, die, also jede Seite, die der Browser anzeigt, schaut ungefähr so aus. Jede. Komplizierter können es sein, aber im Prinzip gibt es einen Anfang mit HTML, dann einen Kopfteil und einen Bodyteil. Und angezeigt wird im Prinzip nur das, was in dem Body drinnen steht. Mit Ausnahmen, ja. Wenn wir in WordPress irgendwas editieren, dann bewegen wir uns immer in diesem Bodyteil. Auch nicht im Ganzen, sondern immer nur in einem kleinen Ausschnitt von dem Body. Also hier wird editiert, dieser Headteil ist uns eigentlich nicht zugänglich. Das bedeutet, wenn wir in WordPress irgendeine Änderung machen wollen, wo es einen Code erfordert, den man im Kopfteil unterbringen muss, dann stehen wir da schon, das geht nicht. Ja? Also wir werden dann im Laufe des Abends sehen, wie man es dann doch machen kann. Aber jedenfalls, hier editieren wir, wenn wir mit WordPress arbeiten. Unsere Browser sind aber unglaublich tolerant. Denen ist es ziemlich wurscht, was da oben steht, also dieser Eingangsteil. Die verarbeiten so ein Fragment auch. Also wenn man nur diese zwei Zeilen dem Browser unterjubelt, dann macht er genau das Gleiche draus. Und wenn man überhaupt diese HTML-Tags weglässt, dann macht er das auch. Allerdings bekommt er diesen Zeilenumbruch nicht mit und hängt diese zwei Texte aneinander. Weil für diesen Browser ist das kein Zeilenumbruch. Ein Zeilenumbruch ist es nur dann, wenn ein Paragraph diesen Text eingrenzt. Das müsste man wissen, wenn man sich in HTML gut auskennt. Die Wahrheit ist, man braucht nur ganz wenige von denen wirklich, aber das wäre der gesamte Sprachumfang von dem HTML. Da gibt es jetzt verschiedene ganz wichtige Tags, die wir immer wieder brauchen. Büdeln, Links, also das wäre zum Beispiel ein Bild. Bei einem Bild genügt es nicht zu sagen Image, sondern da muss man ja auch sagen, wo das Bild ist. Und dieser zweite Begriff, der da drinnen eingebaut ist, das ist ein Attribut. Da gibt es auch wieder hunderte. Aber bei einem Bild ist das Wichtigste, wo ist das Bild? Und in diesem Anführungszeichen-Teil steht irgendeine Adresse. Also in dem Fall wird dieses Bild von dieser Adresse geholt und angezeigt. Genauso wichtig sind Links, weil auf jeder Seite muss man ja irgendwo hinklicken und daher das Wichtigste ist, dass wir einen Link bilden können und jeder Text wird zum Link, wenn er mit dem A-Tag eingerahmt ist. Immer dann, wenn man das A dort hineinschreibt, dann wird dieser Text normalerweise unterstrichen. Also ich weiß, das ist ein Link. Da gibt es zusätzliche Attribute, dieses Title-Attribut zum Beispiel. Das hat die Wirkung, dass wenn man mit der Maus da drüber fährt, dass da so ein kleiner erklärender Text drunter steht. Wenn dieses Title fehlt, dann fehlt auch dieser erklärende Text. Also den Text sieht man nicht von vornherein, sondern nur wenn man mit der Maus drüber fährt. Das kennt eh jeder, so eine Erklärung. Und alle diese Erklärungen kommen über dieses Title-Tag zustande. Ja, dieses Target bedeutet, dass wenn man da draufklickt, öffnet es in einem neuen Fenster. Ja, das ist nicht schlecht, wenn man eine eigene Webseite hat und man hat da solche Links und man würde das nicht auf, also dieses Target Blank nicht schreiben, dann öffnet der im selben Fenster. Und das hat zur Folge, dass die eigene Seite weg ist. Also wenn jemand in WordPress programmiert und hat dort Links, dann sollte er immer schauen, dass er die Links so ansetzt, dass sie in einem neuen Fenster öffnen.
Ja? Weil sonst würde man sich die eigene Seite ja wegklicken. Bei dem Word, also bei allen Webseiten geht es nicht nur darum, dass du etwas. Bitte. Ich hätte eine Frage zum HTML. Und zwar gibt es ja verschiedene HTML, oder? Ja, aber das haben wir jetzt unter, das haben wir, ja, das haben wir vergessen. Das ist, die Browser sind so tolerant, ja, dass sie, also wenn man jetzt einen Regelverstoß begehen würde, wir sprechen da von HTML5, ja? Ja. Aber wenn man dort mit HTML3 arbeiten würde, merkt es kein Mensch, weil der Browser eben das alles toleriert. Das ist eine ganze Sonder. Die HTML5, das ist die neueste Version. Die neueste Version, ja. Es ist wirklich ein ganz neues Konzept, das glaubt man gar nicht. Aber also man kann sich im Prinzip an HTML5 konzentrieren und halten, ja, und das ist im alle Prinzip unsere, ja, da, genau, ja. Übrigens, danke. Das Symbol da links oben, dieses HTML ist ja schon ziemlich alt und das hat kein Logo. Und da hat irgendein findiger Typ solche Wappenlogos erzeugt. Also das gibt es für HTML und dann wird man sehen, für JavaScript gibt es das auch. Aber das ist nicht ursprünglich da gewesen, sondern das hat irgendjemand jetzt in der letzten Zeit erfunden. Darum habe ich es genommen. Ja, also diese Fehlertoleranz ist schon sehr wichtig. Wenn man einen Fehler macht irgendwo, das Blöde ist, man sieht es gar nicht, ja? Man sieht gar keinen, weil der Fehler wird vom Browser nicht angezeigt. Ja. Das wäre ja hässlich, wenn man das sehen würde. Ja? Das ist ein Vorteil und ein Nachteil auch. Ja? Also der Vorteil ist, dass einem Besucher sowas nicht auffällt und der Nachteil ist, dass es halt nicht funktioniert unter Umständen. Wenn man etwas formatiert, dann ist da direktes, also es gab in der Vergangenheit Formatierungsanweisungen, die in diesem HTML eingebettet waren, aber die vergessen wir alle, die gibt es nicht mehr. Modern ist, oder halt, dass man ein sogenanntes Style-Attribut einfügt und danach das Blaue hier, das ist ein sogenannter Style-Sheet, also eine Formatvorlage. Und die sagt eben, dass das ist fett zu drucken, das ist schräg zu schreiben und das ist ein bisschen größer zu machen. Also es ist einfach verständlich, wie es da steht. Und das ist auch der Text, wie es sich ergibt. Das ist eine direkte Formatierung von diesem Text. Nur von dem da. Ja, also nur von diesen Texten. Sonst kann man das nirgendwo mehr verwenden. Nur in diesem Text gilt das. Ja, und heißen tut das Ganze CSS. Und wenn man das wieder lernen will, dann braucht man praktisch diese Seite. Ja, nein, auch nicht alles, aber... Ja. Und dieses Gelbe, was ich da herausgegriffen habe, das betrifft die Schriften. Font. Alles, was mit Font beginnt, betrifft die Schriftart und da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und ist da wichtig, in welcher Reihenfolge ich das schreibe? Oder ist nein, das überhaupt nicht. Das ist ganz wurscht. Also innerhalb dieses, hier ist ein Attribut eingestellt. Ich könnte aber viele andere dahinter schreiben. Die Reihenfolge wäre nur vielleicht dann wichtig, wenn es sich widerspricht. Also wenn ich zum Beispiel sage, Font smaller und danach sage ich Font larger. Ja. Da könnte man sagen, naja, das zweite wird sie durchsetzen, nicht? Also das als zweiten. Hallo, servus. Und wie ist es bei dir, Roman? Also dass ich innerhalb von, also weil ich ja diese Schichten habe und diesen Rahmen aufbaue, ist da dann wichtiger? Bei dir, Rahmen? Pass auf, Rahmen. Ja. Pass auf, da gibt es ja so, die zweite Folie, das wird die füllen links, gell? Das war's. Also, okay. Ja. Die Rahmen habe ich nicht vorbereitet, aber ja, da gibt es Paddings und Margins, ja, genau, und Border Thickness und was weiß ich, was da alles gibt. Ja, also das ist ein eigenes Kapitel, glaube ich, diese Boxen da. Aber ja, da muss man sich sprühen, glaube ich. Das kann ich auch anwenden für eine ganze Seite auch. Ja, freilich. In dem Moment, wo man das Attribut in einen wichtigen, also zum Beispiel ins Body hineingibt, dann wirkt das quasi auf das ganze Dokument. Oder in eine Division, also einen Abschnitt, kann ich die ganze Division von so einem Style also dominieren lassen. Ja, gut. Grundsätzlich macht man das aber nicht. Also das, was ich hier vorhin gezeigt habe, dass der Style da drinnen steht, das würde man nur in einer außergewöhnlichen Situation machen. Ja. Normalerweise nicht. Normalerweise macht man das so ähnlich. Ja? Da ist der Text. Das ist das eigentlich, was ich zeigen möchte. Und was ich sage, ich gebe jedem Text einen Namen. Und da habe ich
zwei Möglichkeiten, also drei eigentlich. Gar nichts, also ist ein Paragraph. Das zweite ist mein Paragraph, das ist eine ID. ID heißt, das identifiziert genau diesen Paragraph und von dem gibt es nur einen, nämlich diesen. Würde ich jetzt einen zweiten auch mein Paragraph nennen, dann wäre das ein Widerspruch. Das löst da irgendwie noch einer Vorrangregel auf, also er macht keine Fehlermeldung deswegen, ja, aber ist ein Fehler. Und dann gibt es das Class-Attribut. Und das Class-Attribut, das kann ich so oft verwenden, als ich will. Also das sieht man hier auch an dem Beispiel. Das Paragraph bezieht sich auf alles, was mit P beginnt. P. Und dort heißt es, die Schriftart soll Kurier sein. Das bedeutet, alles, was ich hier ausdrucke, ist in der Schriftart Kurier. Mein Paragraph ist fett und etwas größer. Das ist dieser zweite. Meine Paragraphen, also das sind die, von denen es mehr gibt, die sollen sein schräg geschrieben. Also das ist das Webseiten und das Thema. Also diese Möglichkeiten gibt es, um Stile, die ich einmal definiert habe, an verschiedenen Stellen im Dokument zu verwenden. Entweder alle Ps, die sind dann alle, oder dieser eine, oder eine bestimmte Klasse von Ps. Gibt es auch noch andere Möglichkeiten, aber im Wesentlichen ist das so zu verstehen. Entschuldigung? Bitte? Ja? Die Raute ist praktisch eine sogenannte ID und der Punkt bezeichnet die Klasse. Ganz genau. So ist es ja. Bitte, im Detail geht es immer komplizierter, aber im Prinzip ist es so. Hier sieht man nur, dass man mehrere Tags gleichzeitig formatieren kann, indem man sie einfach durch Beistriche hintereinander setzt. Also alle Überschriften werden größer gemacht in dem Fall. Ja? Aber da gibt es viele andere Möglichkeiten auch. Das ist nur so ein. In Wirklichkeit aber, also hier sieht man, das könnte ein HTML, das ist ein HTML-Dokument. An einer Stelle gibt es diese Style-Definition, meistens im Kopf, und dann ist halt irgendwo der Text, der formatiert wird. Aber so wird es auch nicht gemacht. In Wirklichkeit sperrt man die Formatierung in eine sogenannte Stylesheet-Datei, dort sind nur solche Formate drinnen. Und das ist der HTML-Code. Man sieht, das sind zwei verschiedene Dateien. Und damit diese Datei weiß, dass sie von dieser Datei formatiert wird, steht oben diese Anweisung Link, Stylesheet und dann hier die Adresse von diesem Stylesheet. Und dieser Teil wird an dieser Stelle eingebunden. Und der Vorteil ist klar, ich kann diese Stylesheets an verschiedensten Stellen verwenden, also in dem Dokument und in dem Dokument überall. Deswegen trennt man das. Also deswegen wird das nicht in einem Dokument alles vereinigt, sondern das wird getrennt. Kann ich auf einer WordPress-Seite intern, wenn ich jetzt ein Thema habe, und jetzt will ich nur auf einer Seite meine eigene individuelle Formatierung, könnte ich mir ein Stylesheet schreiben und dann das im Text... Kommt vor ein Beispiel. Kommt vor ein Beispiel. Bei mir hat es funktioniert. Beim Probieren, ja. Gut. Wichtig ist beim WordPress und bei den Handys und überall, wie ordne ich den Text an? Es gibt natürlich ganz einfache Seiten, wo nur der Text drauf ist. Ja, also die sind wurscht. Meistens hat man ja Spalten und Bereiche und sowas. Ja. So, nehmen wir an, ich habe einen Dreispalter. Ist auf einem PC-Bildschirm ja super, da habe ich drei so Spalten, geht so hin. Nicht? So könnte das aussehen. Das ist eine Tabelle. Also Table ist, glaube ich, klar. TR steht für Reihe, Row. Und TD steht für Data, glaube ich. Ja. Data, gell? Ja. Gut, also das sind drei Spalten und wenn man sich das dann so anschaut, dann schaut das etwa so aus. Das Problem dieser Tabellen ist, das sind immer Tabellen. Da kann man dran, wie man will, da kann man den Bildschirm ganz schmal machen, das bleibt immer so. Und das bedeutet, wenn ich jetzt den Bildschirm ganz schmal mache, sagen wir so, dann muss ich das horizontal scrollen. Das ist nichts. Alle klassischen Webseiten oder viele klassische Webseiten sind so formatiert und auf einem Handy nicht zu gebrauchen, weil man sie so hin und her schieben muss. Ja? Das ist ja schön, aber am Handy nicht. Ja? Gut. Jetzt macht man das ein bisschen anders, schaut aber genauso aus. Ja? Schaut euch das an. Das sind drei solche Zellen, die sind in einer Reihe zusammengefasst und das Ganze heißt Table. Schaut genauso aus, nur ist das eine Division, also ein Abschnitt. Es gibt drei Abschnitte, die haben den Namen Column
und dann gibt es das Ganze wie zusammengefasst in einer Row. Und wenn man das jetzt anzeigen lässt, so wie es da steht, dann schaut es so aus. Warum? Weil eine Division begründet immer einen Zeilenvorschub, automatisch. Ja, das ist ein Abschnitt und daher beginnt es in einer neuen Zeile und daher sind die drei Spalten untereinander. So, jetzt kann man aber diese Divisions über diese Stylesheets so geschickt formatieren, dass sie dann dort sind, also wahlweise, entweder nebeneinander, und zwar dann, wenn ich ein großes Display habe, oder untereinander, wenn ich ein kleines Display habe, automatisch. Und das ist natürlich sehr schön. Und dieser Stylesheet, der hier angegeben ist, kann das. Ihr könnt die Beispiele alle unter diesem Namen im Internet anschauen, auf dieser Sex-Hotline da. Und da kann man das studieren, wie das sich verhält. Man kann den Bildschirm eben kleiner machen, schmäler machen, und da sieht man, wie das umspringt. Und da sieht man auch, wo das umspringt. Ich glaube, bei 600 Pixel springt es um, ja? Bei 600 Pixel springt das von dem, also von dem auf, nein, von dem auf das um. Ja? Gut. So, das war CSS. So heißt das. Cascading Style Sheets. Vielleicht sollte man noch erklären, warum das Cascading heißt. Das Problem ist, dass wir oft einen Stil an vielen verschiedenen Stellen definiert haben und da sind viele Style Sheets eingebettet. Die Frage ist jetzt, welcher setzt sie durch? Also der Reihe nach werden die aufgerufen und der Letzte setzt sie durch. Also der, der zuletzt an der Reihe ist zur Bearbeitung. Genau in der Reihenfolge. Wenn man aber möchte, dass einer möchte sich wichtig machen, also der möchte das umgehen, dann steht dann manchmal bei diesem Stylesheet das Wort important dabei mit einem Rufzeichen. Und immer wenn important dabei steht, bedeutet das, dass ein nachfolgend aufgerufener Sheet derselben Art sich nicht durchsetzen kann. Ja, also, aber es ist, das sind schon Details, braucht man nicht. So, jetzt geht es um die Sprache, also es waren zwei Sprachen jetzt. Das ist die dritte Sprache, ist JavaScript. Es gibt keine Seite, wo JavaScript nicht gebraucht wird. Das ist, jede WordPress-Seite enthält jede Menge JavaScript-Code. Bitte. Ich habe eine Frage, und zwar zu Programmen. In welchen Programmen kann ich gut HTML oder CSS oder JavaScript schreiben? Moment, ja Programme? Editoren. Nein, Editoren. Ich komme ganz zum Schluss. Wir haben, also eine kleine Empfehlung, ja. Also wir haben ein paar zusammengestellt. Ich habe einen Favoriten, jeder hat einen Favoriten. Wenn man 10 Leute fragt, kriegt man 12 Antworten. Gell? Nein. Ja, gut. Aber man muss, es geht nicht nur darum, dass man einen Editor hat, das hat man ja eh am PC auch. Es geht auch darum, dass der Editor die Arbeiten unterstützt. Und dass er zeigt, habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder nicht, also das sollte ich schon können. Ja. Genau, genau. Also bitte folgt euch auf diese Farbkennzeichnung, auf die bin ich ganz stolz, weil das ist ja gar nicht so einfach, das zu formatieren. Ich habe es natürlich nicht formatiert, sondern aus so einem Editor herausgenommen, damit ich mir die Arbeit erspare. Gut, aber ja. So, JavaScript. JavaScript ist immer dann sozusagen präsent, wenn auf einer Seite etwas Dynamisches passiert, also wenn sich etwas verändert oder auf den Benutzer eingeht, also der Benutzer fährt wo drüber oder klickt wo drauf, dann ist meistens irgendwo dahinter ein JavaScript-Code, der damit dann etwas macht. Das ist ein ganz ein simples Beispiel. Wenn man einen fixen Text 24. Oktober hin, wohin schreibt, dann ist der ja schon falsch, wie man geschrieben hat. Ja? Also weil das Datum kann sich ja nicht ändern, ich müsste das täglich editieren. Daher schreibt man hier ein kleines Skript und dieses Skript kann das jeweils aktuelle Datum einfügen. Bei mir stimmt nicht einmal das, weil das habe ich gestern gemacht und daher ist das Datum von gestern. Gut, im Prinzip funktionieren diese JavaScript, das ist eine einfache JavaScript-Zeile, das ist ein Objekt. Das Dokument, das man bearbeitet, ist ein Objekt und dieses Dokument hat verschiedene Eigenschaften und Fähigkeiten. Also das ist eine Fähigkeit ist, des Dokuments ist es, etwas schreiben zu können, in das Dokument hineinschreiben zu können. Und das heißt, diese Fähigkeit heißt Write. Und danach kommt der Klammer und dort eben das, was ich schreiben möchte. Und
Das Datum ist ein eigenes Objekt in WordPress, das muss ich zuerst einmal erzeugen. Wenn ich ein Datum erzeuge, dann ist es eigentlich schon da. Und dann brauche ich es nur mehr in eine Form umwandeln, die für uns Mitteleuropäer zweckmäßig ist. Und dieses Lokal, das bedeutet, dass das Datum in der für uns gewöhnlichen, üblichen Schreibweise transformiert wird. Würde man das nicht verwenden, dann steht dort die amerikanische oder irgendeine Computer, also ganz andere Schreibweise. Also die zeigt ein hier übliches Datumsformat. Ja? Also so ungefähr würde JavaScript ausschauen und das würde hier immer das richtige Datum schreiben. Achtung, das Datum von hier, also vom Browser, nicht das Datum vom Server. Also wenn ich das aus Japan hole, dann stimmt da irgendwas nicht. Ja? Also das ist das Datum vom Browser. Wenn man dieses JavaScript lernen möchte, dann ist das ungefähr das, was man können soll. Also es ist der Sprachschatz. Wobei, ja. Wenn mir das Datum aber nicht gefällt in dieser Schreibweise, so wie es da unten steht, ich möchte das anders herum haben, also so wie es da jetzt steht, zuerst das Jahr, dann der Monat und dann der Tag, dann muss ich irgendwas mit diesem Datum machen. Ja? Also, dann muss ich, es gibt eine Funktion, die dieses Datum, die sich den Jahreswert von dem Datum holt oder den Monatswert und den Tag. Bei dem Monat muss man 1 dazuzählen, weil der beginnt mit der Zählung mit 0. 0 ist der Jänner und das passt nicht, also muss man 1 dazuzählen. Und dann ist noch eine Kleinigkeit, wir haben hier 06, würde man da nichts tun, dann steht hier 11-6. Aber da will man ja die 0 dabei haben, damit das immer das gleiche Format hat. Und das ist die Aufgabe dieser kleinen Funktion hier. Man sieht also, man kann kleine Aufgaben in Funktionen auslagern und dann diese Funktion an jeder Stelle, wo man es braucht, benutzen. Hat er 010 oder 011? Bitte? Ja, das macht er auch. Also nein, macht er nicht. Die schneidet er ab. Die schneidet er ab. Der nimmt die letzten zwei Stellen. Die 0 bei 11 ist er weg. Die schneidet er wieder weg. Das ist, ja. Jetzt gehen wir es wieder weg. Aber kompliziert. Ja. Jetzt ein wichtiges Thema, das wir aber nur jetzt benennen, also nicht, dass wir das irgendwie auswählen. Man muss sich vorstellen, so ein Dokument ist eigentlich eine sehr hierarchische Anordnung von Dingen, die eins ins andere greifen. Also man macht zum Beispiel das Body. Das Body, das enthält alles, was in dem Dokument drinnen ist und enthält zum Beispiel 5 Abschnitte. Dann sind diese 5 Abschnitte die Kinder von dem Body sozusagen, weil sie ja untergeordnet sind und so weiter. Das verschachtelt sich in beliebig vielen Ebenen. Und alle diese kleinen, diese Objekte, ob das ein Paragraph ist oder ein Bild oder irgendwas, kann man per Namen ansprechen, also per ID. Jedes HTML-Element kann eine ID haben und kann dann über diese ID angesprochen werden. Und alle diese einzelnen Objekte holt man sich mit der Funktion getElementById. Das ist aber nur eine von Dutzenden Funktionen, die Ähnliches können und so. Also das heißt, damit man einen bestimmten Text irgendwo verändert, braucht man von diesem irgendwo einen Namen. Der Name ist hier Datum. Und ich hole mir das HTML-Text von diesem Datum und ersetze ihn, hoppala, durch das Datum. Und daher, der Text ändert sich nichts, aber ich schreibe mit dieser Funktion in dieses HTML-Element hinein. Kommt immer wieder vor, eine ganz häufig verwendete Funktion. Aber wenn man sich anschaut, das ist ziemlich lang, oder? Ziemlich unübersichtlich kann das werden und deswegen gibt es eine furchtbar elegante Bibliothek, die heißt jQuery. Und diese Bibliothek wird mit so einer Zeile in einem Dokument eingebunden. Und wenn man das tut, kann man genau dasselbe viel eleganter machen. Und zwar, diese Bibliothek äußert sich durch ein Dollarzeichen. Also alles, was mit einem Dollarzeichen beginnt, ist ein Aufruf dieser Bibliothek.
Und das Elegante daran ist, dass man in der Klammer, die danach folgt, einfach mit Raute oder Punkt oder ja, angibt, was man da verändern will. Und dann schreibt man dort eben das neue Datum hinein. Furchtbar elegant, eine Wissenschaft für sich, aber es ist in jedem WordPress von vornherein dabei. Wenn man also diese sonderbare Schreibweise mit dem Dollar irgendwo sieht, weiß man, aha, das ist ein, also der verwendet diese Bibliothek zum Bearbeiten seines, ja, von dem Text. Schreibt ein Nuller aber. Was? Nein, das ist normal. Das ist die klassische österreichische Schreibweise. Ja, das ist durch diese Funktion. Das ist durch die Funktion. So, wollen wir dann zu kompliziert. Bitte. Jetzt muss ich aber noch eine Frage stellen. Das Code jQuery.com, ja, heißt es, dass der dann diese Funktion immer im Netz holt, ja, über den Atlantik, wo ja immer das ist, ja, ist ja, löst immer einen Request in die Welt aus. Ja. Jedes Mal bei ja, Entschuldigung, danke für die Frage. In dem Text zu diesen Folien gibt es auch einen Text. Und in dem Text steht auch drinnen, dass man das nicht tun soll, sondern man soll dieses jQuery auf dem eigenen Server speichern, in der jeweils gültigen Version. Ja, das ist ja nur eine Datei, ist ja nicht so groß. Und soll das von dem eigenen Server aufrufen. Ja. Das Wichtige von dem jQuery, ja? Eigentlich ist es ein Problem vom Browser, nicht vom Server. Weil wenn der das aufruft, dann geht der jQuery, der Browser geht zu, über den Atlantik. Ja, also der Server ist belastet da drüben, nicht? Da drüben. Ja, das ist Problem, ja. Wie sie das schaffen. Ja, aber mein Request da, weil der geht auch in die, wo immer. Ja, das dauert ja lang, nicht? Der vom Client. Ja, aber die Requests von dort. Ja. Jedes Mal. Genau. Du musst und bin natürlich markiert und erkannt, ja, von wo ich request. Ja, genau. Ja. Das schreibt ja der mit, nicht? Ist es nicht ja so, dass die Browser das sie merken und wenn dasselbe ein zweites Mal funktioniert? Das betrifft aber das Caching, ja? Das nicht unbedingt. Dann werden sie schneller, die Browser. Ja. Nicht unbedingt. Ja. Stimmt. Also das zweite Aufruf meiner Seite ist meistens viel schneller als das erste Aufruf. Aus verschiedensten Gründen. Aber das Wichtige von dieser Bibliothek ist ganz was anderes. Wenn jemand in den JavaScript vor, sagen wir, 6-7 Jahren programmiert hat, dann stand in dem JavaScript-Code, wenn Internet Explorer, dann mach das, wenn Internet Explorer Version 5, dann mach das und wenn es Netscape ist, dann mach das. Das bedeutet, alle diese Browser, die verschiedenen Typen, haben verschiedenes Verhalten gegenüber verschiedensten Maßnahmen, die heute JavaScript macht. Und das Problem war, dass jeder Programmierer wissen musste, wie reagiert dieser Browser oder wie reagiert der. Das ist die Hölle. Und diese Bibliothek, die jQuery-Bibliothek, nimmt dem Programmierer genau das ab. Das heißt, wenn man dort ein Objekt anspricht, dann ist es ganz egal, welcher Browser das jetzt macht, der unterscheidet das intern ganz von allein. Also das ist unglaublich mächtig. Also diese Eigenschaft ist es, die das so bequem macht. So, das ist das noch weg, brauchen wir nicht. So. Das jQuery ist eine Bibliothek für diese vereinfachte Schreibweise und viele andere Dinge. Jetzt gibt es aber darüber hinaus eine zweite Bibliothek, die heißt jQuery UI und das sind so nützliche Elemente wie, sagen wir, ein Button, ein Akkordeon oder verschiedenste Objekte, die HTML-Seiten einfach schöner machen. Also wenn es so eine statische Seite ist, wo nur Text ist und da passiert nichts und da dreht sich nichts und da bewegt sich nichts, ist das fad. Und diese Widgets beleben so eine Seite. Ja? Furchtbar, es ist sehr schön und es ist nicht so viel Text da, man kann das verstecken und also super. Ist das immer in jQuery, wenn ich Akkordeon habe in WordPress? Nein. In WordPress immer eingebettet ist jQuery, ist immer da. Aber nicht dieses. Auch nicht dieses, was wir dann besprechen werden, dieses Bootstrap oder auch diese Foundation, das nicht. Das muss man selber einbinden. Und ich werde auch zeigen, wie man das einbindet. Aber wenn ich ein Thema habe, was zum Beispiel Akkordeon anbietet, ist das dann ein jQuery oder ist das... Das muss man ja... Das kann was anderes aussehen. Okay. Aber in den meisten Fällen,
lädt man nicht zusätzlich noch was nach, wenn das eh schon da ist. Also wenn das jQuery da ist, dann erfindet man das nicht noch einmal. Ja? Das lässt man so. Ein ganz einfaches Beispiel. Das ist einfach nur, die Zeile lautet Samstag, 4. November und dann steht hier Sturm Graz Rapid. Ja? Das ist einfach nur eine Zeile aus einer Tabelle mit Terminen. Da steht immer ein Datum und daneben steht dann, was das ist. Jetzt gehört aber zu dem Termin auch noch eine zusätzliche Information, nämlich wann das beginnt und Liga und was weiß ich, also zusätzliche Informationen. Die wären aber für die Zeile viel zu lang und unübersichtlich. Jetzt wurde das hier so gelöst, dass man das in das Title Tag hinein verpackt und wenn jemand mit der Maus da drüber fährt, dann bekommt er diese Informationen zusätzlich angezeigt. Genau das ist die Wirkung von diesem blauen Text da. Der blaue Text, den sieht man nicht, erst wenn man mit der Maus drüber fährt. So schaut das aus. Gut. Ja, und wie ist das auf mobilen? Auch. Also, auch. Ja, wenn man mit der Maus, wenn man mit dem Finger drüber fährt, erscheint das. Naja, aber leider sehr klein dann. Ne? Ja, aber warte, ich zeig das gleich. Ja, die. Mit dem Finger drüber fährt. Oh ja. Da kriegst du das ja schon an. Nein, wenn man drüber. Ich hab das schon probiert. Ja, also gell? Ich habe da mit einer Gerätfahrt, die hat mir abgeraten von alle Maus. Maus kriegst du. Genau. Kann's, bitte, da bin ich kein Spezialist, kann sein. Ich habe es gesehen, es geht, okay. Aber ja, vielleicht nicht so elegant. Aber es geht ja jetzt nicht um dieses Tooltip, das ja. Geht mit an, es geht nur ums Prinzip jetzt. Ja. Ich habe das schöner haben wollen. Dieses Tooltip sollte nicht so spartanisch da einfach den Text sehen, sondern das muss ja bei Rapidlern grün sein. Ja? Und das ist einfach so, das hält man ja nicht aus. Also in dem Fall geht es nur, die Wirkung, was ich erzielen wollte, das soll schöner sein. Und es ist wirklich, wenn man da mit der Maus drauf hat und das kommt, poppt immer so grün auf, super ist das. Ja? Gut. So, jetzt nur, was muss man tun, damit das so wird? Das ist ganz einfach. Zunächst braucht man dieses jQuery, das ist einmal wichtig, ja, das braucht man. Dann benötigt man eine Zusatzbibliothek, dieses jQuery UIDA, also dieses hier. Und dann braucht man einen Stylesheet. Und dieser Stylesheet, da gibt es Dutzende. Der, den ich gewählt habe, heißt Le Frog, also so wie ein Frosch, und darum ist das grün. Darum ist er grün, ja. Ja, nicht den Graffiti, ja, naja. Das ist ein Froschgrün. Ich habe ihn adaptiert, den Frosch. So, nicht, dass ich das erfunden hätte, das habe ich kopiert, ja. Alle diese Elemente, also in dem Fall geht es um diesen Tooltip, die haben eine große Zahl von Beispielen beigepackt, und diese Beispiele, die kopiert man einfach heraus, schreibt da hinein und an dem Text selbst hat sich überhaupt nichts geändert. Das ist der Text, der immer schon da gestanden ist und dieser Teil ist dazugekommen. Jetzt wichtig, das da, alles das steht im Kopfteil, im Headteil und das da ist in dem Bodyteil. Das würde man in WordPress editieren, das kann man nicht editieren. In der Grundeinstellung geht das nicht. Vom WordPress, ja, das geht nicht. Da muss, ja, Dann musste man sich ein Plugin kaufen, das das macht. Ja, gibt's eh. So. Das lassen wir so. So schaut es aus, wenn man so eine Behübschung in WordPress einbaut wollte. So einen Code braucht man. Wir werden dann auf das nochmal zurückkommen. Noch ein Prinzip. Nehmen wir an, man hat eine ganz große Webseite, wo das halbe Telefonbüchel dargestellt wird, also viel. Und jetzt klickt der User auf irgendwas drauf und ich möchte auf dieser Seite eine Kleinigkeit verändern. Dann müsste in einem klassischen Konzept die Seite vom Server noch einmal geladen werden mit dieser kleinen Veränderung. Das ist furchtbar unpraktisch. Das hat man, also solange die Seiten klein sind und schnell, spielt das keine Rolle. Aber wenn die Seiten dann mit viel Formatierung versehen sind und immer größer werden und die Seite muss sich immer wieder neu aufbauen, dann wird das zäh. Und deswegen hat man dieses Konzept Ajax, oder wie weiß ich, wie man das ausspricht, aber dieses Symbol. Ajax, wie haben Sie da? Ajax, passt. Ja. Dieses Symbol verdeutlicht das ganz hübsch. Das Ajax ist jetzt die ganze Seite und ein Teil davon, das J, das wird sozusagen nachgeladen. Ja, es ist ein eigenes Protokoll, das kann das und in JavaScript
äußert sich das zum Beispiel durch dieses Objekt. Es gibt auch noch viele andere, aber um das geht es jetzt hier nicht. Es geht nur darum, es gibt in JavaScript die Möglichkeit, Teile der Seite auszutauschen, ohne dass man die ganze Seite neu laden muss. So, wie schaut das Beispiel aus? Das Beispiel ist ganz einfach. Das ist eine Seite, die zunächst geladen wird. Und wenn jemand auf diesen Button klickt, sollte dieser Text verschwinden und ein Text aus einer zweiten Seite an dieser Stelle stehen. Ja? Aber ohne, dass die ganze Seite neu geladen wird. Bei dem hier wäre das völlig sinnlos, das sind ja nur 3 Zeilen. Aber man muss sich jetzt vorstellen, dass diese sehr komplizierte Seite ein WordPress-Thema ist und die ist schon immer so klar, das ist ein Riesending. Und wenn ich da wegen jedem Dreck die ganze Seite neu laden muss, das ist nichts. WordPress ist voll mit diesem Prinzip, also speziell bei den Einstellungen. Wenn man dort zum Beispiel Plugins aktualisiert, dann aktualisieren sich die völlig selbsttätig, ohne dass sich die Seite neu aufbaut. Alles das beruht auf diesem Prinzip. Allzweckreiniger. Ja, also hier geht es auch jetzt nicht darum, das habe ich auch gestohlen, das habe ich nicht erfunden. Ja. Das habe ich ausgeschnitten und mit der Zeit lernt man dann diese einzelnen Elemente kennen und so sollte man es auch nicht programmieren, sondern das geht einfacher auch. Man kann das nämlich auch mit jQuery machen und da schaut das Ganze viel einfacher aus. Man braucht nämlich nur sagen load und dann diese Dateinamen und das war es dann schon. Also diese 2 Zeilen sind das. Also das Original JavaScript schaut so aus, ist relativ kompliziert und wenn man dieses jQuery benutzt, ist es ganz simpel. Und das ist auch der Grund, warum dieses jQuery so angenommen wird. Ich glaube 80% aller Seiten im Internet benutzen das. Vielleicht ist allgemein Wissen da, aber das weiß ich nicht, wann laden Sie die Seiten komplett neu und wann nicht? Oder? Ja, das sieht man schon. Also wenn... die Seite verschwindet praktisch und fängt von uns nach unten sich wieder neu zum Aufbauen an. Solche Seiten sind nicht gut zum Bedienen. Also, ja. Du meinst jetzt unter welcher Bedienung oder was? Ja, genau. Also die eine Bedienung ist, dass er Timeout hat. Du hast ja im Header die Möglichkeit, 8 Sekunden einzugeben. Ja. Und die zweite ist, du drückst Shift Reload. Dann lädt das ab. Oder F5. F5, ja. Aha. Aber du hast aber gemeint, dass... Ich habe gemeint, jetzt, wenn ich eine Webseite erstelle, ja. Worauf muss ich da achten, dass man das wie jetzt bei einem User die Seite nicht mehr... Oder wann baue ich das jetzt konkret zum Beispiel ein, meine Webseite? Ich glaube, das wird uns der Roman erzählen, das werden wir gleich als Aufgabe geben, das soll er uns erklären. Ja. Ich glaube nämlich, zu dem Punkt kommt man ja selber als WordPress-Benutzer gar nicht. Man konsumiert das, dass das in dem Thema oder wo auch immer grundgelegt ist, dass das eben so bequem ist, aber das ist dieses eines dieser Konstruktionsprinzipien. Also ich glaube, dass man es selber jetzt nicht braucht. Ja, funktioniert das nicht so, wenn du eine neue Seite aufrufst, dann verschwindet die alte auch automatisch. Und du siehst ja letztendlich, die verschwindet und baut sie neu auf. Ne? Und wenn du jetzt dieselbe Seite noch einmal aufbaust, das war ja die Frage, ne? Wann sehe ich als Benutzer, ob sie die neu aufbaut? Ja? Also als Programmierer wird man es wahrscheinlich wissen. Ne? Aber wann sehe ich als Benutzer, dass dieselbe Seite sich noch einmal gesamthaft aufbaut? Das sieht man ja in dem Moment, wie die eine, glaube ich, verschwindet kurzfristig und die andere ist dann wieder mit dem Gras, was sie dran. Genau. So ist es, ja. Dann siehst du, dass sie Refresh macht. Ja. Genau, so ist es. So ist es, ja. An der Sanduhr sieht man es. Die Generalzahnuhr zeigt, dass sich die Seite neu aufbaut. Das ist mir schon klar. Ich habe eher das gemacht, was wir dann nächstes Mal besprechen, wenn ich eine Webseite erstelle. Wir haben bis jetzt nur Sachen besprochen, was sich am Browser im Prinzip abspielt. Ja? Das Ajax ist ja schon immer. Das Ajax ist schon eine Wechselwirkung. Aber egal. Das WordPress ist im Grunde besteht aus PHP-Dateien, aus vielen PHP-Dateien, dazu kommen eben Style-Sheets und JavaScript und so weiter, aber im Wesentlichen besteht das aus PHP-Dateien. Und die schauen so aus. Ich frage eine Datei an, die heißt Beispiel.php. Die geht zum Server und der Server stellt fest, das hat ja PHP als Endung,
das kann ich ihm nicht einfach so zurückschicken, der schickt es zunächst zum PHP-Interpreter. Der PHP-Interpreter schaut sich diese Seite an und ersetzt alle Vorkommen, wo dieses PHP da drinnen steht, ersetzt er durch den Code, der sich halt aus dem Sachverhalt ergibt. Der Sachverhalt ist die Adresszeile, die übergeben worden ist. Ja? In der Adresszeile stehen manchmal Parameter und solche Dinge und aus allen diesen Dingen setzt dann dieser PHP-Interpreter mit der Datenbank im Hintergrund die richtige Seite zusammen. Und das gibt er zurück an den Server und der Server schickt es zurück, so als hätte er die Arbeit gemacht, hat es aber nicht gemacht. Gemacht hat es der PHP-Interpreter und der Webserver schickt einfach eine HTML-Datei zurück. Das ist das Prinzip, ja, so ungefähr. So, eine PHP-Datei auf dem eigenen PC hat keinen Sinn, wenn dort nicht ein Server installiert wäre. Man kann es anschauen, aber man kann es nicht ausführen. Um eine PHP-Datei zu testen, braucht man einen Server, anders geht das nicht. In der PHP-Datei, die kann ganz genauso ausschauen wie eine HTML-Datei, ganz normal. Aber es gibt Stellen, die so ausschauen. Also sie beginnen mit einer spitzen Klammer, das kennzeichnet schon einmal ein HTML-Tag, aber danach kommt ein Fragezeichen, dann kommt das Wort PHP und dort dazwischen kann jetzt zum Beispiel ein Funktionsaufruf stehen oder irgendwas. Wir werden ja ein paar Beispiele sehen. So, und PHP, was ist das? Das ist im Prinzip so etwas Ähnliches wie eine C-Sprache. Also die programmieren, die wissen, da gibt es C, das JavaScript ist ja so etwas Ähnliches wie C und das PHP und das ist alles irgendwie verwandt. So schaut es dann im Ernstfall aus. Da steht also ganz normal diese Zeile, die wir schon kennen und darunter steht eben in diesen spitzen Klammern Echo, das heißt nichts anderes wie schreib dort, wo du jetzt bist, etwas hinein. Und das Etwas ist einfach ein Datum mit dieser Formatanweisung. Und deswegen bekommen wir hier dieses Format eben angezeigt. Das bekommt der Server zu sehen, übergibt es an den PHP-Interpreter und der schickt diesen Code an den Browser zurück. Also wir fordern eine PHP-Datei an, aber die kommt nicht zurück, sondern die wird vorher vorverarbeitet. Durch diese Vorverarbeitung entsteht dieser Code und den sieht der Browser, weil nur den versteht er. Den versteht er ja nicht. Das ist das Funktionsprinzip von diesen PHP-Seiten. Und das kann auch jeder Browser gleich. Der Browser weiß von dem Ganzen gar nichts. Der Browser weiß es nicht, der bekommt nur das, was er versteht. Wichtig, jeder PHP-Programmierer, also der sich ein bisschen mit dem auseinandersetzt, sollte sich irgendwo eine Datei anlegen am Server, die genau diesen Inhalt hat. PHP und eine Funktion. Die eine Funktion heißt PHP-Info und das ist nur der Anfang von dem. Das sind viele, viele Seiten, die Auskunft darüber geben, wie der Server und die ganze Installation beschaffen ist. Das ist nur ein Anfang. Ja? Das geht endlos da weiter. Ja? Da sollte man sich... Bitte. Kurze Frage. Auf der vorigen Folie bei der Datumsfunktion Punkt I für Minuten. Ja. Zweite Codezeile. Ich hab's, ja. Warum nicht? Ja. Das Monat hat ja... Das Monat ist das M, also da haben wir keine... Ja. Ja, große M geändert, nur schnell. Aber das ist auch wieder für irgendwas reserviert schon. Dieser PHP-Befehl hat bestimmte Parameter, ja, ja. Ob es ein großes Y oder ein kleines Y ist. Ja, aber wenn das kleine für einen Monat reserviert ist, kennt man das ja. Aber, Entschuldigung, da gibt es ein Handbuch dafür. Das ich habe das nur angeschrieben, ja. Ich weiß es nicht. Muss man im Handbuch nachschauen. So. Ein wichtiger Punkt ist, sagen wir, man hat am Server eine Datenbank, also was weiß ich, Namensadressen oder irgendetwas, und am Browser sind die darzustellen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die PHP-Datei am Server formatiert das so, wie das der Browser braucht, in Tabellen und wie auch immer, und ich schicke das fertig formatierte Klumper zum Browser. Das hat meistens den Nachteil, dass das ja einen Overhead hat, weil dieses ganze Formatieren bedeutet ja Stylesheets, Einrückung, Ausrückung und was weiß ich. Also die Datei wird relativ groß, also das Telefonbuch wird dann größer. So, das ist ein Vergleich von drei Formaten, die alle nur die Daten verpacken. Nicht wie es ausschauen sollen, sondern nur die Daten. Das erste hier, das nennt man JSON und das ist ein ganz, ganz populäres Format, das
in JavaScript verfasst ist, in einer Variante, und hier hat der Code, also die Daten haben hier die Eigenschaft, dass man sie direkt in eine JavaScript-Datei einbauen kann, ohne dass man irgendetwas verändert. Das zweite wird auch den meisten von euch vertraut sein, das ist eine XML-Datei. Die schaut ganz ähnlich aus wie eine HTML-Datei, nur sind statt dieser üblichen Paragraphen und so weiter sprechende Namen als Begrenzer gewählt, die das einschränken, was da transportiert wird. Das ist eine, ja. Und das dritte, das ist ein ganz sparsames Format, das heißt YAML, ja, keine Ahnung, das verzichtet auf alles Beiwerk und das überträgt fast nur die Information. Ja? Also die ist extrem sparsam, was die Datenmenge anlangt. Aber der Favorit in diesem Zirkus ist ganz sicher das erste, das JSON. JavaScript Object Notation heißt das, glaube ich. Also nur. Aber es ist egal. So, merkt euch die Daten hier. Diese Daten werden einfach in eine HTML-Datei oben inkludiert. Und dann gibt es einen kurzen Code und dieser kurze Code erzeugt uns genau diesen Text. Der Vorteil ist, also Vorteil, diese ganzen Formatierungsanweisungen, HTML-Formatierungsanweisungen, mache ich am Client, nicht am Server. Ich brauche also diese Zeichen alle nicht schicken. Das macht sich der Browser, wie er will. Das ist der Vorteil. Also die Datenmenge, die zwischen Server und Client transportiert wird, ist auf ein Minimum beschränkt. Und das, so schaut es dann aus. Sollte man wissen, was das ist. Gut. Das war alles nur diese Atome, aus denen Seiten sind. Und jetzt kommt ein kleiner Abschnitt, der sich mit diesem WordPress beschäftigt. Das Wichtigste ist, dass so eine WordPress-Seite, die gibt es in der Form, wie wir sie sehen, nicht am Server, sondern im Server gibt es eine sogenannte Template. Ein Template ist eine PHP-Datei, die dann zur Laufzeit beim Aufruf durch die entsprechenden Inhalte gefüllt wird. Normalerweise könnte das eine einzige Datei sein, macht man aber nicht, sondern man teilt eine Seite in mehrere Abschnitte. Das hat den Vorteil, dass man diese Abschnitte auch in einem anderen Kontext wiederverwenden kann. Also es gibt zum Beispiel Seiten, die haben 2 Spalten und es gibt andere Seiten, die haben 5 Spalten, aber trotzdem ist der Footer dasselbe. Deswegen teilt man das in mehrere Abschnitte und jeden dieser Abschnitte kann man dann noch einmal irgendwo anders verwenden, auf einem anderen Template. So schaut so ein Template aus, und zwar nur der Kopfteil. Ja? Das ist nur der Kopf und alles, was nicht gelb ist, ist ganz normales HTML. Aber es ist eine PHP-Datei und immer dort, wo so ein PHP-Konstrukt eingebaut wird, bastelt der PHP-Interpreter zur Laufzeit das hinein, was da hineingehört. Also in dem Fall zum Beispiel schreibt er hinein, Language ist gleich Deutsch, zum Beispiel nur. Weil auf der WordPress-Installation die Sprache Deutsch eingestellt worden ist, deswegen wird es dann da oben verewigt. Und alles andere eben auch. Diese Themen sind urkompliziert. Ich glaube, die sind manchmal komplizierter wie das WordPress selber. Und ich habe gesucht, was ist das einfachste Thema? Also das einfachste Thema ist wahrscheinlich eine einzige Seite. Aber so geht es doch nicht. Das ist das Einfachste, das ich gefunden habe. Das besteht tatsächlich nur aus 4 Dateien. Der Screenshot ist nur, damit man sieht, wie es ausschaut. Und jeder kann sich das anschauen. Nicht, dass das schön ist, aber man kann daraus viel lernen. Ihr findet da auf dieser Seite, also auf dieser Hotline, alle Dateien, die hier in diesem ganzen Zirkus vorgestellt worden sind. Und da gibt es einen Ordner, der heißt Simplest. Und das sind diese 5 Dateien und die kann man sich hier alle anschauen. Und diese Index-Datei ist eigentlich die Datei, die gerufen wird. Und da drinnen gibt es einen Abschnitt, der heißt The Loop. Und in dieser Loop werden die eigentlichen, die wesentlichen Inhalte in dieses Posting da hineinverpackt und formatiert. Das sind die Elemente, die in dieser Loop, in dieser zentralen Schleife eingesetzt werden. Also zum Beispiel den eigentlichen Inhalt oder den Autor
oder Datum und so weiter. Ja? Also das setzt man dann in der Seite an die richtige Stelle und der holt sich die Inhalte aus der Datenbank und fügt es dann dort ein. Also nur damit man sieht, alles beginnt mit the, also damit man weiß, das, den Titel schreibt man ganz oben hin, formatiert man mit H1 oder H2 und damit bekommt das Ganze ein Gesicht. So, also so ungefähr schaut so eine Template aus und das sollten wir nächstes Mal machen. Ja, also auch nicht, dass man das händisch editiert, sondern das kommt aus einem Baukasten. Wir werden sehen, wie das funktioniert. So, an einem Thema, das man gekauft hat oder sonst irgendwie verwendet, sollte man eigentlich gar nichts machen. Warum? Wenn man das Thema nämlich verändert und es kommt zu einem Update und es kommt dauernd zu irgendwelchen Updates, dann würde man das überschreiben. Also wenn man den Update sagt, ja, mach den Update, dann überschreibt er alle meine Änderungen. Das bedeutet, man sollte eigentlich nur an Child-Themen arbeiten. Das sind Themen, die von einem Thema, das man also benutzen möchte, abgeleitet sind. Und um ein Child-Thema zu erzeugen, muss man händisch einen Ordner anlegen. Also das Basisthema heißt 2015. Man legt einen Ordner an, der heißt 2015 Child und in diesen Ordner kommen zwei Dateien hinein. Und das war es dann schon. Das wäre dann ein Child-Thema, das enthält nichts, das holt sich alle Informationen aus dem Mutterthema sozusagen und man kann in diese beiden Funktionen zusätzliche Elemente einfügen, die immer erhalten bleiben werden. Wie schaut das jetzt aus? Das Style.css enthält nur einen Anmerkungskopf und wichtig in dem Anmerkungskopf ist der Name des Elternverzeichnisses, damit der weiß, von wo er die sonstigen Informationen herbekommt. Also das ist wichtig. Das, sonst nichts. Und ein eventueller eigener Stil kommt hier am Ende hinein. Also am Ende dieser Anmerkung steht dann der Stil, den man selbst definiert haben möchte. Dann gibt es eine Datei, die heißt Functions und dieser Code sollte in dieser Functions-Datei drinnen stehen, damit die Verbindung zu diesem Mutterthema funktioniert. Gut, okay, habe ich auch kopiert. Wer sich diese Arbeit nicht antun will, weil da muss er ja immerhin in das Web hineingehen, einen Ordner anlegen und solche Dinge, der sollte ein Plugin von dieser Sorte benutzen. Das heißt Child Theme Configurator. Dieses Ding legt diese Dateien ganz alleine an und macht 100 andere Sachen, die ich nicht weiß. Es gibt sehr viele Leute, die das benutzen und die machen das nicht händisch. Allerdings muss man das auch lernen. Also, ja. Dieses Plugin verwaltet solche Kinderthemen. Ja, in beliebiger Zahl. Gut. So, nehmen wir jetzt ein Beispiel, dass wir in einer WordPress-Seite etwas ganz speziell formatieren. Also zum Beispiel, das ist der WordPress-Editor, da schreibe ich einen Text hinein und ich habe den schön blau eingerahmt. Dann schaue ich, man kann den Editor immer von der VisiVig-Ansicht in die Textansicht umschalten. Dann schaut das ungefähr so aus. Man sieht, dass das WordPress hier einen Stylesheet einbaut und alle diese Angaben schreibt er da hinein. Also das ist einmal dieser Border und der Hintergrund hellblau. Also das ist die Farbe der Umrandung und das ist die Farbe des Hintergrunds. Dieses Format gilt nur an dieser einen Stelle. Und jetzt hat man eine Webseite und man möchte immer wieder etwas hervorheben, immer auf diese Art. Dann wäre das furchtbar unpraktisch, weil muss man das merken und immer wieder einbauen. Macht man also nicht so, sondern man kopiert sich diesen Stil und schreibt ihn in einen eigenen Stylesheet hinein und nennt das zum Beispiel mein Rahmen. Das ist also der Border und der Hintergrund. Und in der Tabelle schmeißt man diesen Stil raus und schreibt hinein, Class ist gleich mein Rahmen. Dadurch wird ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Punkten hergestellt und es schaut dann genauso aus wie hier. Das Problem dabei ist, diesen oberen Teil kann man leider nicht in diesem Editor editieren, weil das schmeißt er raus. Der würde dort nicht stehen bleiben. Wenn man das speichert, dann schmeißt er das raus, weil das gehört dort nicht hin.
Stile gehören in den Kopfteil und nicht dort, wo ich gerade editiere. Das ist eben, muss so sein. Und deswegen macht man das anders. Man geht in den Stylesheet, in den sogenannten Customizer, und in dem Customizer gibt es einen Punkt, der heißt zusätzliche CSS. Und diesen Code, mein Rahmen, fügt man dann dort hinein. Speichert. Und dann schaut das an allen Stellen so aus, wie ich das will. Also, das ist ungefähr skizziert, der Weg, wie kann ich einen eigenen Stil in allen meinen Dokumenten gestalten. So ungefähr geht es. Ja, also vielleicht sollte man das als Regel sagen, für alles, was ein Plugin gibt, sollte man das Plugin benutzen und nicht so Händen. Ja. Natürlich, das Plugin verstellt ein bisschen den Weg, dass man nicht weiß, was macht das eigentlich. Hier weiß ich ganz genau, was ich mache. Ja. Also das ist, je nachdem. Nein, es gibt da ein Classes, da kann man die Seiten aufrufen und dann kann man alles verändern, wie man es mag. Und drunter schreibt er genau diesen CSS-Code hin. Ach so, ja. Also da sieht man innerhalb dessen schon, was der im CSS machen wird. Ja. Und das ist voll klasse. Bitte. Empfehlen. Ja, machen wir. Ja, gut. Ja. Jetzt geht es darum, erinnert euch an diesen Froschtext mit diesem, ja? Das ist eine ganz normale HTML-Seite gewesen und die schaut mit diesem Froschtext aus. Jetzt möchte ich das aber in WordPress haben. Ich würde es nicht auf irgendeiner Seite haben, sondern in WordPress. Und das ist ein bisschen anders. Wir müssen nämlich Code-Teile im Kopfteil unterbringen, manchmal auch im Fußteil, das kommt seltener vor, aber es kommt vor. Und man kann natürlich jetzt in das Thema hineingehen und dort irgendwas hineinpinseln. Würde ich aber nicht tun, ich würde auch eher empfehlen, einen Plugin zu verwenden, und zwar heißt dieser Plugin Embed Code. Achtung, es gibt ein Plugin, das heißt Code Embed, also genau verkehrt herum. Das ist nicht so gut. Das ist das Bessere. Ja. So schaut es aus. Das ist ein ganz einfaches Plugin, das macht Folgendes. Es fügt in jede Seite zwei solche Fenster ein, die normalerweise leer sind. Dieses eine Fenster, was man da hineinschreibt, wird im Kopfteil der HTML-Seite untergebracht und das untere im Fußteil. Und ich habe jetzt genau diesen Text von vorhin, diese JavaScripts da, hier eingefügt, und die erzeugen mir jetzt auf einer Seite, auf einer WordPress-Seite genau den gleichen Effekt, den ich eigentlich haben wollte. Man kann sich das auf dieser Seite hier anschauen. clubderfreunde.at, wenn man da rechts drüber fährt, dann passiert eben das da. Man sieht auch, dass die Farben nicht ganz genau zusammenstimmen, weil der Frosch, das ist Frog, das ist eigene Formatierung und die passt mit der Formatierung des Themas nicht hundertprozentig zusammen. Müsste man angleichen. Nein, das geht dort nicht durch das Corporate Design oder wie das heißt. Ja. So, wenn man am Thema, also in diesen PHP-Dateien, eine Änderung vornehmen will, dann ist das überhaupt kein Problem. Und zwar, wir arbeiten ja mit Child-Themen. Child-Thema heißt, das sind eigentlich nur zwei Dateien. Wenn ich aber jetzt irgendeine dieser wichtigen Dateien, also sagen wir die Index-Datei, wenn ich die verändern will, dann ziehe ich mir die einfach in dieses Child-Thema hinein. Und wenn ich das tue, wird diese Datei genommen statt der anderen. Und an diesem Child-Thema kann ich jetzt verändern, was ich will. Und wir haben innerhalb von WordPress einen Editor in dem Design, und dort kann ich jedes Thema und jede beliebige Datei aus diesem Thema aufrufen und hier ändern. Und wenn ich mich nicht auskenne und ich bin mir über einen Begriff nicht im Klaren, dann kann ich hier die Funktionsnamen aufrufen. Das ist witzig. Der sucht sich alle Funktionen, die auf dieser Seite sind. Ich kann das hier runterklappen und dann kann ich hier auf Nachschlagen gehen und der zeigt mir das sofort im Handbuch, was ist das für eine Funktion. Also das ist wunderschön gemacht und da kann man sie betätigen. Aber nicht am Original machen, immer nur am Kindsthema. Gut. So. Jetzt sind wir eigentlich eh schon fast fertig. Ein wichtiger Punkt ist, ich habe jetzt eine Seite und auf dieser Seite ist etwas formatiert
und ich will das eigentlich so nicht, oder ich weiß auch gar nicht, wie kommt das überhaupt zustande, dass das so ausschaut. Das ist eine Sache für unseren Browser. Ich habe hier ein Beispiel genommen. Ich habe dieses Plugin, das man zum Versenden von Mails verwendet, den Postman, angeschaut und ich wollte mir dieses Logo kopieren. Und siehe da, wenn ich mit der Maus drüber fahre, rechte Maustaste, kann man das nicht kopieren. Geht nicht. So, aber es muss ja da sein, weil das Bild ist ja auch da. Das ist irgendwo versteckt. Was macht man? Man schaltet mit, Steuerung, Umschalt, I, schaltet man einen Debugger ein, der sich am unteren Ende jedes Browsers aktiviert. Also ich arbeite mit dem Chrome-Browser. Möglicherweise ist das beim Netscape anders. Und jetzt sucht man sich in dem Code das Bild heraus, also die Zeile heraus, bei dem das Bild grau hinterlegt wird. Dann hat man genau das Bild markiert. Und dann sieht man auf der rechten Seite alle möglichen Stile, die sich auf diesen grauen Bereich auswirken. Und einer dieser Stile heißt Background Image und da hat man auch dann die Adresse von dem Bild. Das ist der Weg, damit man sich anschaut, wie ein bestimmtes Detail aus einer Seite formatiert ist. Und man sieht hier untereinander alle Stile, die sich auf dieses Element auswirken. Und die durchgestrichenen Stile, das sind die, die überschrieben werden durch etwas anderes. Ja? Also dieser Stil wäre zwar definiert, wird aber durch ein etwas Wichtigeres überschrieben, wirkt also nicht. Im Sinne von diesem Kaskadieren. Ja, also immer, was später geladen wird, ist wichtiger. So, also wenn man eine Seite debuggen möchte, also Fehler suchen will, dann genügt der ganz normale Browser dazu. Jetzt kommt es mit den Editoren. Das ist eine Liste von Editoren. Den ersten, den PSPad, hat uns der Roman Heinzinger empfohlen. Ich verwende schon seit langer Zeit den Notepad. Das Microsoft Web Matrix, das ist eher zum Vergessen, das ist etwas Altes. Aber ein Renner ist dieses Visual Studio Code. Das solltet ihr euch anschauen, ist kostenlos und das werde ich jetzt zeigen. Zunächst einmal zu dem PSPad. Ich wollte mir das downloaden und diese großen grünen Knöpfe verleiten dazu, einfach drauf zu klicken. Das ist aber nicht der Download-Knopf, ja? Blöderweise. Vor allem für das. Ja, da ladet man dann irgendwas. Also ich wollte nur damit warnen, dass diese Seiten immer so von Verlockungen, das sind Werbungen, das ist eine Werbung da, ja? Und die klickt da blöd drauf. Also davor wollte ich halt warnen. Man muss, irgendwo findet man das dann da. Das ist dann der eigentliche Download-Knopf. Ja, das ist der Notepad++, da sieht man, also der kann Syntax-Highlighting, schon ganz schön, und der kann auch FTP uploaden, das kann übrigens der PSPad auch, das FTP uploaden, ja, das geht bei beiden. Aber Achtung, er tut es zwar brav highlighten, das ist schon gut, aber wenn man jetzt da irgendwo ins Detail geht und klickt das an, dann erfährt man nicht, was da möglich ist, und das ist eben hier ein Hit. Das Visual Studio Code, das erlaubt das Editieren aller dieser Dateien, HTML, JavaScript, CSS, PHP, alles. Und wenn man da irgendwo drüber fährt, also zum Beispiel über das Abort, dann sagt er der, was an dieser Stelle sonst noch alles möglich ist. Das ist ein Handbuch. Also der weiß nicht nur, dass das blau zu schreiben ist, sondern er weiß zu jedem Element auch viel mehr. Man nennt dieses Ding IntelliSense. Unglaublich super, weil man kein Handbuch braucht, weil ungefähr weiß man es ja. Also da probiert man ein bisschen herum und er kommt gleich mit einer ganzen Liste von Möglichkeiten, die an dieser Stelle angebracht sind. Vor allem sonst im Vergleich zu Eclipse auch? Ich verkenne, das verwende ich nicht. Das kann das sein? Das kann das sein, ja. Okay, ich meine, das ist aber, ich wollte nur, das Notepad ist ja sehr hübsch, ja, aber das kann es halt, vielleicht kann es auch mit irgendeinem Plugin. Ja. Das Notepad vergessen. Das ist viel besser, ja. Also, das kann übrigens viel mehr, als man da sieht, aber zum ganz normalen Editieren von Dateien sehr gut, ist Eclipse wahrscheinlich auch. Aber weißt du, wir sind da ein bisschen Microsoft-lastig. Gibt es ja auch Microsoft da? Das Eclipse? Ja, bin ich überzeugt. Ja, ja, gibt's. Ach so. Ja, ja. Gut, okay. Ja. Also, ja.
So, also das waren die Editoren, also der ist nicht schlecht, der ist super. Ich habe alle Unterlagen mit diesem Editor erstellt, also das ist eine super Sache. So, jetzt geht es um das, dass viele Leute, am Anfang habe ich ja gezeigt, welche Links da gibt, viele, aber die sind alle in Englisch. Also ein paar sind auch in Deutsch schon, aber die sind meistens in Englisch. Also ich habe hier die Seite von dem berühmten W3 Schools angezeigt. Die W3 Schools ist eine ganz mächtige Lernplattform, die alle diese Sprachen in allen diesen Stufen, Lernen, Referenz, Prüfung, Beispiele, alles das in diesen, für jede Sprache ist das da drinnen. Also Beispiele, Referenzen für alle möglichen Sprachen. Und das sind nur, das ist nur eine Auswahl, da gibt es viel mehr dahinter noch. Also wenn man da auf die Homepage geht, da kommen dann sehr viele. Ich habe dieses Bootstrap hier eingeschaltet, weil das Bootstrap ist das Thema vom nächsten Mal. Der Roman wird uns das Bootstrap als Grundlage für eine Webseite zeigen und mit dem Bootstrap sind tatsächlich bereits jetzt viele Themen gestaltet. Also man kann in WordPress Thema schauen und nach Bootstrap suchen und dann findet man bereits viele Themen, die darauf aufbauen. So, das ist jetzt alles in Englisch. Jetzt geht es darum, wie kann man das auf Deutsch anschauen. Hier ist es so eine Weltkugel. Und wenn man die anklickt und Deutsch auswählt, dann schaut dieselbe Seite so aus, nämlich Deutsch, bestens, also nicht schlecht. Also manche Dinge sind vielleicht dann überraschend, aber da kann man jederzeit auf das Original gehen und sich immer das Original im Vergleich anschauen. Man kann alles durchklicken und es bleibt immer in Deutsch. Wunderbar, würde ich sagen. Ja? Wenn man nicht sattelfest ist mit dem englischen Lesen, dann ist das nicht so schlecht. Wenn man, das bietet diese Seite in sich an über diese Weltkugel. Ja? Also da ist diese Übersetzung ein integraler Bestandteil der Seite. Jetzt nehmen wir an, ich habe irgendeine Seite, wo diese Weltkugel nicht da ist. Also ich habe zum Beispiel meine eigene Seite genommen. Dann gibt es hier eine Seite, die habe ich hier als Link angeführt. Das ist eine Webpage Translator. Dem gibt man einfach die Seite an. Dann sagt man von Deutsch nach Englisch und dann übersetzt er die. Ja, gar nicht so schlecht. So. Und das ist jetzt, das braucht dieses Interaktive braucht man nicht unbedingt, wenn man die Adresse kennt. Die Adresse schaut nämlich so aus. Das ist die Adresse, vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen und hinten der gelbe Teil ist einfach die Seite, die ich übersetzen will. Also in dem Fall zum Beispiel wordpress.org, die will ich übersetzen. Dann macht er das. Und das TRIF ist witzig, ja, wenn mich momentan überrascht, wie so TRIF, also es heißt Meet, nicht? Also im Englischen steht dort Meet WordPress, TRIF WordPress, okay. Ja. Ist ja in der Unterlage da, ne? Ja, man kann ja auch dann immer wieder umschalten, glaube ich, oder nicht? Original, ja, da. Einen Nachteil habe ich entdeckt, wenn man hier surft und auf Menüs und so weiter, das funktioniert alles. Was nicht funktioniert ist, wenn man hier eine Suche eingibt, das funktioniert nicht. Warum das ist, weiß ich nicht. Also suchen kann man nicht. Suchen kann man immer nur in der englischen Originalversion. Das ist ein kleiner Nachteil. Das ist das. Ja. Ich baue gerade eine zweite Sprachenwebseite auf und da habe ich ein Plugin, quasi Sprache, also diese Funktionalität kann man das, dass ich quasi so das Leben leichter machen, oder wie? Oder ja. Nein, das ist schon richtig. Wenn du eine Seite zweisprachig machst, ja, dann schreibst du ja den Text selbst in zwei Sprachen. Ja. Das ist ein Kompromiss, also das ist ein Automat. Ja. Und ist nicht schlecht, der Automat, ja, aber natürlich bei manchen Stellen würde man das wahrscheinlich selber anders formulieren. Okay. Das ist das Problem. Das ist ein Automat. Mhm. Genügt. Also, die Arbeit. Also, schau, pass auf, das hier, dieser Trick mit dieser Weltkugel, ja, das kann sich jeder selber auf die Webseite einbauen. Da brauchst du nur bei Google. Du kannst auf deine Seite diese Weltkugel einbauen. Du musst halt schauen, was da ein Code, da ist ein Code dahinter. Ja? Das muss man halt, wenn man da draufklickt, öffnet sich eine große Seite, wo man die Sprachen auswählt. Ja? Das wurde hier gemacht und ich habe mich jetzt auf Deutsch beschränkt. Aber das kann man ja. Das kann ich als Plugin einbauen. Oder? Ich habe da nur ein Plugin installiert. Und ja, wenn es mit einem Plugin geht, geht es mit einem Plugin. Aber das, ja, ist, das geht ja immer. Das kann man immer verwenden.
Und so schaut es eben aus, wenn ich diese WordPress-Seite übersetze. Er übersetzt alles, schau her. Schau, er übersetzt sogar Schaufenster, obwohl das sicher im Original anders heißt. Na, Schaufenster klingt zumindest gut. Was steht im Englischen? Was kann das stehen im Englischen? Der Sport. Keine Ahnung. Na gut. Das war's. Es war ein Streifzug durch alles, was wir so im Internet begegnen. Was?